Vitamin B3, Niacin, ein äußerst wichtiges Vitamin aus dem B-Komplex, hat sogar cholesterinsenkende Wirkung, bringt dein HDL in die Höhe, so wie wir es haben wollen. Eine Bremse auf die Triglyceridbildung ist noch dabei und vor allem wichtig, Niacin ist wichtig im enzymatischen Ablauf, gerade beim Energiestoffwechsel. Was es mit Niacin noch so auf sich hat, alles das erfährst du in diesem Video. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeil. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt oder abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, heute ist Vitamin B Montag. Heute schauen wir uns das Vitamin B3 einmal konkret an, das Niacin mit seinen hervorragenden Wirkungen im menschlichen Körper. Vor allem wichtig zu wissen natürlich auch, hast du jetzt genug Vitamin B3 in der Ernährung? Wo sind jetzt die guten Quellen dabei? Wo wird es besser vorausverstoffwechselt? Und vor allem jetzt am Anfang schauen wir uns an das Extrembeispiel. Was ist, wenn du eklatant zu wenig Vitamin B3 im Körper hast? Da gibt es ja das Krankheitsbild Pellagra. Ist in Industrieländern natürlich kaum möglich, dass du jetzt so einen eklatanten Mangel an Vitamin B3 hast, aber da sieht man natürlich jetzt gerade die Auswirkungen, wenn B3 kaum oder praktisch gar nicht vorhanden ist. Da sieht man es dann als erstes dann schon beim Hauterscheinungsbild, da spielt gerade B3 eine entscheidende Rolle. Bei der ordnungsgemäßen Funktion der Neuronenbahnen und deiner Nervenzellen spielt es eine entscheidende Rolle. Da geht es dann auch in die geistige Gesundheit rein, also ein gewisser Grundstock an B3 muss vorhanden sein. Gewisse Darmsymptomatiken treten dann auch verstärkt auf und da kann man davon ausgehen, dass gerade dieser Stöffchen B3 an wirklich vielen Körperstellen beteiligt ist. Schauen wir uns einmal die drei Hauptaufgaben von B3 an. Das ist erstens einmal wichtig beim Energiestoffwechsel, jetzt vor der Mitochondrie, dass das ordnungsgemäß gebildet wird, das aus dem Burivat, dass es dann in die Elektronentransportkette eingespeist wird, wichtig an der Stelle. Zweitens dann wichtig bei der Cholesterinsynthese, deswegen gilt Niacin auch als natürlicher Cholesterinsenker, könnte man so schön sagen. Da kriegst du dein HDL in die Höhe, das LDL geht nach unten, schauen wir uns die Funktion dann auch noch an. Dann wichtig die dritte Funktion auch bei der DNA-Reparatur, gerade der enzymatische Ablauf, wo Vitamin B3 einen wichtigen Einfluss hat. Das ist wichtig, dass deine DNA dann auch von Zeit zu Zeit ordnungsgemäß repariert wird. Das heißt, vom Extrembeispiel schauen wir uns jetzt einen Mangel an. Das könnte natürlich durchaus passieren, wenn du zum Beispiel ziemlich zuckergetreidelastig unterwegs bist und deine Ernährung einfach nicht breit genug aufgestellt ist. Das heißt, das trifft dann sozusagen schon einmal aufs Erscheinungsbild negativ ein. Das heißt, deine Haut ist natürlich dann als erstes einmal tangiert. Magen-Darm-Symptomatiken könnten verstärkt auftreten. Aufs Gehirn hat es eine negative Auswirkung. Und das Leistungsniveau, gerade bei der Muskulatur, geht runter. Denn gerade das B3 schon und später an ist wichtig jetzt beim Energiestoffwechsel, dass es ausreichend vorhanden ist. Es muss nicht immer gleich ein Supplement sein. Es gibt auch so komprimierte Nahrungsmittel, könnte man so schön sagen, sowas wie Bierhefe oder Nährhefe. Da wird es bakteriell schon aufgespalten, das Ganze. Da sind gerade B-Vitamine jetzt verstärkt enthalten und da ist jetzt auch eine ziemliche Konzentration dann am B3 relativ schnell zuzuführen. Gerade B-Vitamine sind wichtig für den menschlichen Körper, schauen wir uns jetzt einmal an kurz. Da sieht man recht schön, Niacin ist jetzt an vielen Stellen beteiligt, gerade bei der ordnungsgemäßen Nervenfunktion beim Energiestoffwechsel, wenn es in die Müdigkeit reingeht, wenn es um ein schöneres Hautbild geht, da ist gerade B3 wichtig. Und wenn man von Haut spricht, dann an dem Beispiel sieht man schön, auch wichtig für den ordnungsgemäßen Aufbau der Darmschleimhaut zum Beispiel. Deswegen wichtig jetzt Nahrungsquellen, wo es natürlich verstärkter vorhanden ist. Wie gesagt, wenn du breit aufgestellt bist, ein eklatanter Mangel kaum möglich. Aber es ist in der tierischen Ecke besser vertreten, besser bioverfügbar, Fisch, Fleisch, Eier zum Beispiel. Enthalten ganz gute Stände. In der pflanzlichen Schiene werden es jetzt eher Bohnen, Nüsse, Erdnüsse enthalten, viel Avocados. Da ist die Bioverfügbarkeit dann nicht so hoch. Pflanzen enthalten natürlich auch Pflanzenabwehrstoffe und Antinährstoffe, das heißt die Aufnahme aus den tierischen Produkten ist höher. Bei den Pflanzen kann man natürlich nachbessern. Da geht es dann rein natürlich in die Fermentation zum Beispiel oder natürlich gekeimtes Gemüse enthält weitaus bessere Stände, weitaus besser bioverfügbar. Durch die Fermentation werden gewisse Pflanzenabwehrstoffe eben abgebaut, kannst es leichter rausverstoffwechseln und gerade junges Gemüse oder Keime von Gemüsesaaten sind weitaus besser bioverfügbar, weil die Pflanze natürlich weniger Abwehrstoffe hat, wenn sie jung ist. Und wenn du dich jetzt rein pflanzlich mit deinem Niacin decken willst, wie gesagt, sowas wie Nährhefe wäre sehr gut, Bierhefe,
das enthält wirklich hohe Konzentrationen. Was sich negativ auswirkt, ist natürlich jetzt die ganze industriell gefertigte Abteilung von Nahrungsmitteln, wenn es in den hohen Zuckeranteil reingeht, wenn es in den hohen Getreideanteil reingeht, gerade Mais auch, da hast du nur die Pflanzenabwehrstoffe. Es ist nicht wirklich alkalisiert worden. Jetzt zum Beispiel Mais müsste man vorbehandeln, dass Vitamin B3 daraus bezogen werden kann. Kannst du nicht und du hast die Antinährstoffe trotzdem. Das wäre eine Bremse drauf natürlich. So, jetzt schauen wir uns den ersten Punkt an. Wie gesagt, Studie unten verlinkt. Jetzt gerade Niacin als Cholesterinsenker. Da geht es in eine höhere Dosierung ein, muss man sich einmal anschauen. Niacin ist generell schon relativ lange bekannt, kommt auch schon seit 50 Jahren zum Einsatz bei gewissen Symptomatiken. Und jetzt schauen wir es uns einmal an beim Cholesterin. Da setzt jetzt gerade Niacin verstärkt die Bremse auf dem Fettgewebe. Da jetzt weniger Triglyceride rauskommen aus dem Fettgewebe, ist jetzt nicht nur vorteilhaft, aber gerade wenn es jetzt darum geht, einmal den Cholesterinspiegel nach unten zu bekommen, da ist jetzt die Bremse auf den Triglyceriden drauf. Das heißt, weniger Triglyceride in der Blutbahn, fürs erste Mal positiv natürlich, kann aber kurzfristig natürlich jetzt zu einem höheren Glukosespiegel kommen, aber nicht zu einem dauerhaft erhöhten Glukosespiegel. Das heißt, dann wird natürlich auch weniger LDL gebildet, VLDL vorher nach der Leber, LDL weniger und das HDL wird erhöht dabei. Und das HDL wird sogar um 20-40% erhöht, da ist es positiv an der Stelle, ist jetzt keine Dauerlösung, aber noch weitaus besser natürlich wie pharmazeutisch hergestellte Cholesterinsenkheit. Dann wichtig, zweiter Punkt natürlich beim Energiestoffwechsel. Wo setzt das Niacin dort an? Das heißt, es geht jetzt vor der Mitochondrie jetzt immer zu dem NADH, zur Oxidation, zur Reduktion, nach dem Burivat, dass es dann eingespeist wird. Und vom NAD Plus zum Beispiel gibt es ja auch schon eigene Supplements, dass du einfach mehr Energie hast, dass du mehr NAD Plus stellen kannst. Und der Grundbaustein davon ist aber das Niacin, sieht man schön oben auf der Grafik, dass der Körper das eben selber bilden kann. Und das Problem beim NAD ist eben, im Alter wird es immer weniger, da haben wir weniger davon zur Verfügung und das hat wirklich positive und das nimmt da sukzessive ab, wie man so schön sieht und das ist an der Stelle eben nicht so optimal, sagen wir es einmal so. Denn gerade dieses NAD oder das NAD Plus, dann das Supplement oder im Stoffwechsel jetzt das NAD Plus, also dieses Nicotinamidadenin-Dinukleotid, ein Name wie Silberklang wieder mal, also dieses NAD Plus oder NADH, wenn es dann reduziert ist, ist wichtig beim ordnungsgemäßen Energiestoffwechsel und ist auch Ausgangspunkt für gewisse enzymatische Abläufe, wenn es jetzt darum geht, in weiterer Folge für eine verstärkte DNA-Reparatur zum Beispiel. Die Grundvoraussetzung natürlich jetzt für ein gesundes Altern sozusagen und ist auch eine Schlüsselstelle jetzt zum Beispiel, damit die Schlüsselstelle für den enzymatischen Ablauf beim Fettstoffwechsel oder jetzt zum Beispiel bei der AMPK-Funktion, da geht es dann rein natürlich ins Fasten, bei längeren Esspausen, dass dieser enzymatische Ablauf dann freigeschalten wird. Und genau an der Schlüsselposition ist gerade dieses Vitamin B3 beheimatet, das heißt weniger Schaden bei der DNA, bessere Mitochondrienleistung, aufgrund natürlich, dass jetzt mehr Energiestoff eingespeist wird in die Elektronentransportkette. Und wie gesagt, auch beim Fettstoffwechsel hat es dann noch die Bremse drauf, dass weniger Triglyceride dann in die Blutbahn eiert. Wichtige weitere Videos jetzt natürlich zum Thema AMPK, gerade wenn es in Fastenperioden reingeht, das ist der enzymatische Ablauf, der dort freigeschalten wird, das ist wichtige Funktion, kurz einmal anschauen. Und wichtiges Video natürlich zum Q10, das war das letzte Video, gerade wenn es um Energiestoffwechsel geht in der Mitochondrien, da ist gerade Q10 jetzt im Zentrum dieses Energiestoffwechsels. Das Vitamin B3 wäre eher vorgelagert dann sozusagen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, Kanalmotto, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten, also unbedingt unten reinknallen. Bitte teilt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste, bleib oder werde gesund.